Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft für den 25. bis 31. März. Schauen wir doch mal, was da euer Thema ist. Da schieben sich zwei vor. Aha, die Transformationskarte. Das ist eine sehr schöne Karte. Das ist immer eine Transformation zum Guten, also zu mehr Fortschritt. Man hat hier diese Raupe, die verpuppt sich und wird zum schönen Schmetterling. Und so zeigt diese Karte auch immer eine Transformation an, eine Veränderung zum Guten in Form von einem Entwicklungsprozess. Ja, diese Karte ist weniger schön. Der Finger drückt auf jemanden, der sich nicht mehr wegbewegen kann. Also es wird sich wohl in einer Situation, die, ja, die als Druck empfunden wird und als Einschränkung, da wird sich wohl etwas verändern. Sehr, sehr interessant. Sieht man das auch? Gut. Ja, ich verwende die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Die Karte will gesehen werden, das Buch. Ich habe die Karten im Vorfeld schon gemischt und das heißt, wir können gerade anfangen. Die Wolken, das Haus, die Sense, die Ruten, die Schlange, der Baum, Schlüssel, die Hand und die Dame. An der Unterseite vom Deck sind die Mäuse. Also diese Woche geht es darum, sich weiterzuentwickeln. Und zwar in dem Thema, was hier Druck ausübt. Ich sehe hier an dem Buch, dass du an Informationen rankommen wirst, die dir hier helfen werden, in eine positive Veränderung zu kommen, in Dingen, die dich belasten, die dich einschränken. Also hier wird ja mit dem Finger gedrückt, die Person da unten, diese Kleine, die kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und es scheint so, dass man hier Wissen benötigt, um sich hier befreien zu können. Ja, die Dame liegt hier unten und die Dame steht immer für dich, unabhängig davon, was du für ein Geschlecht hast. Zumindest ist es in meinen Allgemeinreadings so. Ja, du, es geht hier um Themen, die mühsam sind, die kaum vorangehen, die dich ausbremsen. Und du bekommst jetzt hier eine Chance, diese Themen, was auch immer das bei dir jetzt sein mag, wirklich zu eliminieren. Beziehungsweise diese Kraft, die hier dafür sorgt, dass das alles zähflüssig geht, dass es nicht so richtig funktioniert. Du hast in dieser Woche die Chance, das zu eliminieren. Ja, was ich aber auch bei dir sehe, ist, dass du einfach hier das wahrnimmst, diesen Störfaktor, der dich hier hindert, der dich blockiert, der, ja, der Dinge einfach nicht fließen lässt, der ausbremst, Dinge, die kompliziert sind und du weißt nicht, warum. Mit den Wolken hier sehe ich einfach, dass du diesen Durchblick nicht hast. Es sind so viele Unklarheiten, was hier eigentlich überhaupt los ist. Und eben, hier sehe ich ja dieses, es geht um dieses Wissen, dass
das zu dir kommt. Ja, bei einigen von euch geht es um die Wohnsituation. Bei einigen von euch geht es direkt um eure Sicherheit, um eure Stabilität im Leben, das, wo ihr euch sicher fühlt. Und das scheint hier irgendwie angegriffen zu sein, auf irgendeine Art und Weise. Das ist bei jedem wohl anders. Und da gibt es einfach so sehr viele Unklarheiten. Auf dem Platz hier liegt die Sense und die zeigt mir ja auch den Rat der Karten. Und es geht darum, dass du hier sehr schnell etwas veränderst. Es ist auch gut möglich, dass von außen her etwas sehr schnell passiert, auf was du reagieren darfst, um etwas zu verändern, etwas zu beenden. Für einige bekomme ich rein, dass das wie so eine Art Geistesblitz ist. Ihr habt das Wissen und beendet. Ja? Hier an diesem Platz liegen die Routen. Und das ist das, was ihr noch nicht wissen könnt, was sich so im Dunkeln befindet. Und für euch bekomme ich hier ganz klar rein, das ist euer eigener Kampf. Das sind die Kämpfe, die in euch selber ja, stattfinden, in eurem Inneren. Es kommt mir vor wie eine Entscheidung, ob ihr etwas beenden sollt oder nicht, weil ihr einfach hier, ihr habt diesen Durchblick nicht. Ihr wisst nicht, was zu tun ist, um diesen Störfaktor zu eliminieren. Entschuldigung. Ich sehe auch hier an den Mäusen sehr klar, dass es hier wirklich bei vielen von euch um tiefe Ängste geht, um Verlustängste auch. Also für viele kann das eine sehr extreme Situation sein, die auch sehr belastend für euch ist. Das Schöne ist, wenn ihr hier wirklich diese Einsicht habt und darauf reagiert mit einem konsequenten, schnellen Cut an dem, was es zu beenden gilt, an dem, wovon es sich zu lösen gilt. Dann kommt wieder Wachstum in die Sache, dann geht es euch wieder gut. Also der Baum steht auch für Gesundheit, fürs Wohlfühlen, für die Entwicklung, fürs Wachstum. Und ich denke, er zeigt ja auch diesen Entwicklungsprozess an, der dann in Gang kommt. Was deine Möglichkeit hier zu handeln auch verstärkt. Du kommst wieder in deine Kraft, du kommst wieder in deine Handlungsfähigkeit. Ja, sehr, sehr spannend. Ich möchte doch jetzt noch mal gerne eine Karte auf die Sense legen. Eine Information bitte noch zur Sense. Eine Info bitte. Oh, da kommen gleich zwei raus. Ja, da haben wir noch mal die Mäuse und die Fabrik. Okay. Also die Mäuse zeigen mir an, es geht darum, dass du deine Ängste verlierst. Bezüglich der Fabrik, und die Fabrik steht ja für Investitionen. Die Fabrik kann auch für dein Vermögen stehen, für deinen Arbeitsplatz. Es ist bei jedem von euch etwas unterschiedlich. In jedem Fall geht es um wirtschaftliche Aspekte, wo ihr da wirklich Ängste habt. Und es geht darum, sobald ihr hier den Durchblick habt, sobald es für euch klar wird, sobald ihr die Information habt, die ihr benötigt, dass ihr dann wirklich eure Ängste loslasst. Wow, cool.
Und dann hört natürlich auch der innere Konflikt auf. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. Und dann schauen wir doch mal, ob es hier noch einen weiteren Rat für euch gibt. Einen Rat bitte für die Woche vom 25. bis 31. März. Einen Rat bitte. Es fällt keiner mehr raus. Jetzt. Bleibe stets authentisch. Okay. Ja, bleib authentisch. Und schau hier wegen deinen Ängsten. Sobald du feststellst, dass das wirklich nur Ängste sind, dass es unnötig ist, sobald du dieses nötige Wissen hast und die nötige Klarheit, trenn dich davon, versuch es. Dann machst du es dir einfach leichter und es kommt wieder was in Gang bei dir. Dass du wieder handlungsfähig bist und dass es dir einfach wieder besser geht. Ja, ich hoffe, das Reading hat dir was gebracht. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob dir das so gefällt, wenn ich mehr Karten lege. Und oder ob du findest, dass drei Karten völlig ausreichen für so einen kleinen Quickie quasi zum Schauen. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir in die Kommentare schreiben magst, wie sich das bei dir manifestiert. Gerne auch hinterher nach Ablauf der Woche. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass mir gern ein Like da. Du weißt, ich freue mich. Und dann sage ich dir, komm gut durch die Woche. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.